Nee. Ein noch. Dann ist aber Schluss. Ja, wenn noch einer muss, aber dann ist Schluss. Hallo Leute, hier nun mein erstes Unboxing-Video mit dem Rockhelm 781 von Büse. Was ist mit euch los? Was macht ihr da? Seid ihr fertig? Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ciao! Und dann... Hey, ich hab die Schnauze voll von diesen kranken chinesischen Psychospielchen. Und dann... Ich warte und warte und warte auf ein Paket. 5 minutes later. Müsste heute kommen. Leute, ich glaube, da ist's. Mein Paket kommt. Ich glaube, mein Paket. Das glaubt euch doch keiner. Danke. Wir haben noch gar nichts geleistet. Hinsetzen. Ich jetzt. Achtung. Wow. Dankeschön. Wow. Ja, dann von Düse. Cool. Na, dann schauen wir mal. Schätzchen, ich brauche ein Messer. Ja. So. So. Mein Spielhelm von Rock. So, dann schauen wir den mal dahin. Was haben wir noch? Ui, Tri-Pack. 50 Liter. Von Büse in White. White. Dieses Jahr gehe ich auf White. White. Echt cool. Einmal für Mutti. Und Fadi kriegt natürlich auch eine. Wow. Cool, gell? Genau. Das schauen wir später mal. Das kann man immer. 12 Sekunden später. Gut. So, jetzt Helms Rock. Mein Rock. Dann gucken wir mal, was wir da haben. Schauen wir mal. Ja. Okay. Ja, dann kommen wir her zu Mutti. Tata. Schwarz-Weiß. Black-White. Beziehungsweise, das ist mehr so Anthrazit-Grau, gell? Das sieht aber schick aus, gell? Mensch, das ist der 781. Dann fängt der an bei 87. 87 ist, glaube ich, nur schwarz. Dann ab 781 gibt es dann verschiedene Farben. 7 bis 782, genau war das. Cool. Ja, Gewicht. Ja, also der ist echt leicht. Also ich habe das Gefühl, schauen wir mal weg. Der Schleichter wie mein Nex. Nein, doch. Da müsste doch irgendwo was stehen. Moment, Googly. 1530 plus minus 50. So, dann haben wir einen Ratschenverschluss. Also, er fühlt sich schon. Ja. Mhm, ja, doch, der gefällt mir. Der wirkt auch nicht so. Der wirkt stabil, er wirkt wirklich ja, robust, finde ich. Ja. Innenfutter ist auch, also wenn man das so. Ja. Das kann man übrigens rausnehmen und waschen. Das lässt, ja, das brauchen wir, ja. Aber was mir gerade auffällt, es hat keine Aussparung für unser Kommunikationssystem. Nein, doch. Oh. Aber ist mein Spielhelm, genau. Mein Spielhelm. Ja, nee, also wirklich sehr, sehr schick. Ja, wollte ich gerade sagen, da haben wir hier vorne zwei am Kinn. Dann haben wir hier oben, ne? Dann haben wir auch hier hinten zwei. Dann wiederum habe ich gerade gesehen, kann man auch diese Blende, genau. Nur das eine, die sind jetzt etwas fest, aber oben ist etwas locker. Ah, das kann man dann vor und zurück, ja, also verstellen, so wie man es braucht. Ne?
Dann hier sind diese zwei Belüftungen, die kann man auch auf und zu machen. Ja. Dann haben wir hier noch eine Sonnenblende. Die geht auch hier ganz simpel. Eine Sonnenblende. Ja. Siehst du? Ja. Das ist ein Klarvisier. Da kann man natürlich, das kann man dann gegen andere ersetzen, wenn man getöntes haben will. Ganz leicht. Muss man dann mal ausprobieren. Genau. Ja, apropos Pinlock. Da habe ich wohl was vergessen. Pinlock, damit das Visier nicht so schnell anläuft. Bitte eine klare Sprache. Bei Schnee und Regen gibt es übrigens, glaube ich, für 26 Euro war das, gell? Oder ab 26 Euro. Ja. Ja, 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 ja. Aber der ist echt schön, gell? Ja, natürlich. Das ist übrigens Größe S. So, das Gebrambel da. Ja. Das passt auch in der Größe. Ja, doch. Jetzt warte mal. Gucken wir mal, wie der sich, ob ich überhaupt reinkomme. Also S habe ich ja normal immer. Das ist das brauche ich hier. Mein Zopfbändle. Und es geht nichts. So. Dann probieren wir mal an. Schön auseinander. Und Achtung. Au. Okay. Der passt. Passt gut. Achtung. Ey. Passt, wackelt, hat Luft. Doch, der ist sehr angenehm zu tragen. Gut, wie er jetzt bei der wie mit Fahrtwind und so weiter, das müsste ich dann beim nächsten Mal, werde ich dann berichten. Ja, lässt sich schön. Also für Brillenträger tauglich. Passt, wackelt, hat Luft, wie schon erwähnt. Und? Schick! Sieht auch jetzt sehr schön die hohe Kante. Also ich würde sagen, der ist gebunkt. Müssen wir mal testen. Schauen wir mal. Die nächste Tour kommt demnächst. Also, top.